Hallo und herzlich willkommen zurück, Freunde, bei Let's Play mit Jowas Mask. Mit dem Toilettenface. Jetzt möglichst erstmal schauen, wo die Leiter beginnt. Da. Damit man nicht einfach runterfallen wie so ein bescheuerter Vollidiot. Und dann steigen wir mal hinab. So. Ziemlich dunkel hier. Danke, es wird heller. Ja. Und wo sind wir denn hier? Ach, guck mal. Wir bekommen sogar eine neue Map. Unter dem Brunnen. Und wen haben wir hier? Vor allen Dingen, wenn wir das machen. Verdammt, das wollte ich nicht! Komm ab! Lass los! Komm, lass! Sei. Wollen wir ja quatschen, Junge? Hinfort! Hinfort! Gib mir etwas Blaues, etwas, das mich gesund macht. Was Blaues? Aha. Eine Bombenmaske, eine Bombe. Eispfeile, ein Fisch. Ja, komm, hier was Blaues. Ja, komm, hast dir verdient. Wenn du es nicht hast, dann bist du von keinem Nutzen. Hinfort! Hinfort, 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 was Blaues. Meine Ocarina war aber auch blau. Oh, dies, dies, du sollst es nicht bereuen. Denn dafür machst du die Tür auf. Ja. Kann auch gleich mal für den nächsten ausrüsten, da braucht nämlich einen Viech. Und natürlich gibt es hier auch Fallen. Wer hätte es gedacht. Theoretisch gesehen müsste man das aber schaffen vom Durchlaufen her. Oder? Nein, das schaffen wir nicht vom Durchlaufen her. Oder? Doch. Doch, 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 das schaffen wir. Sag ich doch. Geht es hier schon los mit den... und so? Nein. Was braucht der? Ein Fisch. Was braucht der? Kaltes Wasser. Kaltes Wasser. Der braucht kaltes Wasser? Okay. Easy, easy. Hinfort! Hinfort! Gib mir etwas köstliches, frisches. Ein Fisch? Oh, dies! Danke. Oh Gott. Moment, sind wir überhaupt noch richtig? Ja. Ach ja, guck mal, hier links muss ich rüber eigentlich. Kann ich auch einfach so Wasser mitnehmen? Nein, ich will nicht den Fisch. Oder will ich den Fisch? Will ich den Fisch? Will ich den Fisch? Nein, den Fisch will ich nicht. Na doch, den Fisch brauche ich später schon noch. Ja, komm, haben wir halt den Fisch. Aber vor allen Dingen gucke ich hier, ob ich Wasser mitnehmen kann. Ja, kann ich. Denn seltsamerweise, der Typ, bei dem wir durch müssen als nächstes, braucht kaltes Wasser. So, Gott. Wer weiß. Was weiß ich warum. Und das ist ein schöner Fallen. Feuer! Ja. Ach, schade, dass das hier nicht mehr geht. Früher in den Zelda-Spielen war es immer so, bei Feuer stellst du dich mit dem Schild dazwischen. In Fort! Gib mir! Oh, zwei! Oh! Plötzlich meine Frau. Oh, dies! Da geht eine kleine ab wegen kalten Wasser. Wasser. Wegen kalten Wasser. jetzt brauchen wir erstmal Käfer. Da kriege ich nur 50. Toll. Käfer! Gib mir Käfer! Käfer durfte man hier haben. Ein Spinnennetz, ernsthaft? Na gut. Käfer! Nein, nicht auf die. Ach, Gott sei Dank. Käfer. Durft mal hier haben, oder? Ja. Hier haben wir Käfer. Und ich entsinne mich noch daran. Komisch. Dass es hier irgendwo solche Deckenkrabscher wieder gibt. Immer schön krabschen. Denkt dran. Beste Regel für Volleyball. Was habt ihr gedacht, worüber ich rede? Ich
habe ich keinen Bock mehr, die 50 Rubine mitzunehmen. Die sind halt bei dem Gipto, wenn ich dann nach rechts eingehen sollte. Aber pff, warum? Komm, weg mit euch. Dankeschön. Ach, hier kommen die Deckenkrabscher. Guck mal einer an. Komm mal her, Junge. Hey, warum hast du meinen Kumpel gekillt? Da musst du noch Beraten abbezahlen. Also ein Fort, es sei denn, du gibst mir etwas Kleines, Krabbeliges. Kann ich dir geben. Guck mal. Oh, krabbelige Viecher. Die kommen in meine Hose. Was? Okay, whatever. Was? Oh, das ist nur ein Feenbrunnen. Verdammt, ich hab mich verlaufen. Brauchen wir irgendwo Feen? Nö. Ah, verdammt. Naja, scheiß drauf. Was soll es, nehmen wir uns Feen mit. Was ist das? Sind da Truppen? Ach nee, das sind nur die Köpfe von diesen Engelstatuen, ne? Oder? Schätze mal. Ich schätze mal Schätzelein. Oder so. Braucht ja noch einer einen Fisch. Der braucht noch einen Fisch, den haben wir. Der braucht sie dick und ist er. Der braucht heißes Wasser. Verdammt. Müssen wir einmal bis durchrennen. Gut. Heißes Wasser. Und die Gipto-Mask bitte wieder. So, bin ich schon wieder unterbrochen worden. Habe inzwischen aber alle Feen mitgenommen. wo war das heiße? Ach, da war das heiße Wasser. Habe ich die Maske auf? Nein, natürlich nicht. So, Maske. Undercover. Wer baut hier unten den Feenbrunnen? Ist ja gleich hier. Junge, Manfred. Niemand braucht dich. Manfred. Obwohl, mit dem hätte ich mich... Naja, gut. Oh, da war... Oh, da lässt er Geld droppen. Dankeschön. Habe ich die Maske noch auf? Ja. Werd grad paranoid. So, wie machen wir das mit den Fallen hier üben? Die Fallen. Die Fallen fallen um. Geht das vielleicht mit einem Pfeil? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Oder vielleicht mit dem Eispfeil. Ist ja möglich. Nee? Nee, irgendwie nicht. Also einfach mal durch. Nein! Nein, schmeiß mich bitte nicht wieder zurück. Schmeiß mich irgendwo gegen die Wand. Ach ja, stimmt ja. Pfeile treffen das hier ja nicht. Komischerweise trifft den, glaube ich, der Enterhaken, oder? Nein, auch nicht. Sarah Action! Komm, Sora Action. Das ist knapp. Natürlich müssen wir Arsch da durch. Nein! Ach, Mann! Gut, dann mache ich das anders. Mir ist gerade eingefallen, wie ich es noch machen könnte. Kommt, lasst mich durch, Jungs. Warum? Wie hat er mich gekriegt? Geht das, wenn ich eine Bombe überwerf? Ich werd bekloppt hier mit dem Typen. Komm, lass das Dankeschön. Muss ich eine Bombe benutzen, um dem Typen loszuwerden. Toll. Maske. Wir müssen undercover bleiben, wie schon gesagt. So, heißes Wasser. Come on. Und jetzt schnell zurück. So. Wer von denen braucht eigentlich noch mal heißes Wasser? Ach, der ganz hinten da.
Das muss man einmal bis quer durch. Gut. Ist die Maske drauf? Ja. Ich bin gerade paranoid. Äußerst paranoid. Komm hoch, 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 hoch. Ja, komm. Komm hoch. Dankeschön. Das bisschen Schaden müssen wir in Kauf nehmen. Die Maske haben wir noch. Uff! Da gehen wir mal zu diesem Typen da. Hilfort! Ja, komm, lass mich durch. Ich hab heißes Wasser. Gib mir das künstliche etwas zum Kauen. Am besten 5 davon. Etwas, was nachwächst, wenn man es gießt. Dein Schambehaar. Ah, oh, dies zum Kauen. Popcorn, Junge. Ja. Dann müssen wir weiter zu dem da durch. Komm, sag mal, Dick. Lass mich in Ruhe. Ich muss zu dem hier. Ja, tu mich auch. Hinfort, hinfort. Gib mir etwas, was ein Lichtblitz verursacht. Am besten 10. Du hast Preise, Junge. Hier, komm, Lichtblitz. Kurzen Moment. Mein Hals ist ja rau heute. Oh, Lichtblitz. Cool, Sylvester. Stallone. Am besten. Ach, cool. Damit kann man die Cutscene abbrechen. Wie cool. So. Ja, einfach nur gerade durch. Ja. Komm, lass mich Ruhe, Fledermaus. Muss ja mit dem quatschen. Hilfort! Es sei denn, du hast heißes Wasser. Gib mir etwas, womit man Eis schmelzen kann und was das Verlangen des Geistes stillt. Das Verlangen des Geistes? Heißes Wasser? Ah, heißes Wasser! Oh Gott, endlich kann ich baden gehen. Meine Lappen stinken schon. Ach, guck mal, da ist noch eine. Komm mal her. Dankeschön. Dann durften wir bei dem hier, seltsamerweise, eine Kuh haben. Wer sperrt hier unten eine Kuh ein? Ja, sorry, ich hab dir dein Essen weggenommen. Wer sperrt hier unten eine Kuh ein? Die arme Kuh. Vor allen Dingen, wer kümmert sich um die? Naja. Auf jeden Fall gibt es hier einen alten Trick, und zwar spielt man mal Eponas Lied. Das Lustige ist, es sagt auch einem kein Schwein, glaube ich. Dass wenn man Eponas Lied vor einer Kuh spielt, dann folgendes passiert. Muh, schöne Musik, sie erinnert mich an die Weiden. Höre ich diese Melodie, so verspüre ich den Drang, Unmengen von Milch zu produzieren. Hat jemand eine Fee in eine Kuh ver... Ist das nicht die Stimme von dieser, Besitzerin von der Schatztruhen-Spielhölle-Dingsbums? Naja. Ich gebe dir gerne etwas davon ab. Milch ist sehr gesund. Milch. Deine Flasche wurde mit Milch aufgefüllt. Sie versorgt dich mit gewaltvollem Kalzium. Vor allem, wie sagen wir immer nochmal, die Flasche wieder zu verwenden? So, der braucht 10 Bomben. Schätze ich mal, nehmen wir den einfach mal mit. Naja, gut. Aber ich muss noch mal eine leere Flasche auswählen. So, dann müssen wir nämlich als nächstes hier hoch in den großen Raum. Habe ich die Maske noch auf? Ja. So, könnt mich mal am Arsch lecken. Komischen Flatterviecher. Hilfort! Es sei denn, du gibst mir 10 erfrischende Explosionen. Was? Erfrischende Explosionen? Du bist ein seltsamer Mensch. Naja, warst ein seltsamer Mensch, schätze ich mal eher. Oh, dies. Der sprengt sich jetzt die Eier weg. Oder so. Ah, jetzt kommt ein richtig beschissener Kampf. Glaube ich zumindest. Na du. Jetzt beginnt nämlich der Spaß wieder mit den Pfeilen. Nein, nicht. Junge! So, da kommt der wieder durchgeflandert. Und Pfeile! Ich sagte Pfeile. Und da ist er wieder weg. Und da kommt er hier wieder durch. Und... Olé! Oleg! Wenn dann eher. Ah, Tupac Girls, sag ich da nur. Komm. Olli. Nee, Toro oder so, wie das heißt, oder? Nee, Olli. Toro sagt man vorher. Um den Stier zu tarnten. Gewissermaßen.
Taro, Taro, komm, Taro! Ui! Ja, schön, dass du schon die Siegeshymne anspielen willst, aber erstmal müssen wir den erkalt machen. Dankeschön. Natürlich ist er auch noch wunderbar getroppt. So, nehmen wir die Flasche. Gut, dass wir so viele haben. Gut, da ich die Ende noch geholt habe. Du hast einen Nachtschwimmer gefangen. Dieser flüchtige Geist kann vielleicht von großem Nutzen sein. Das wird er uns. Das wird er uns. So, mal kurz schauen, wo ich als nächstes hin muss. Der braucht einen Fisch. Okay. Toll. Wenn ich nochmal Käfer hole, kann ich nochmal 50 Rupien holen. Okay, als nächstes brauchen wir einen Viech. Einen Viech. Ich leg mal den Viech auch schon hin, damit ich nicht aus Versehen den Nachtschwärmer sauf. Wäre nicht so toll. Wäre eher ungünstig. Habe ich die Maske noch auf? Ja. Die ganze Folge. Habe ich die Maske noch auf? 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 Das ganze Let's Play einfach. Habe ich die Maske noch auf? Habe ich die Maske noch auf? Auch wieder eine Feuerfalle. Schön. Haha, da war ich schneller als du. So, Junge. Da greift uns jemand an. Hinfort! Gib mir etwas köstlich Frisches. Ein Fisch. Hier, frischer Kabeljau. Macht 30 Euro. Oh, hab ich nicht, aber ich lass dich ja durch. Dankeschön. So. Dann müssten wir hier... Ja, so dunkel. Hat das was zu bedeuten? Ich hoffe nicht. Hinfort! Gib mir einen Geist, einen großen. Da will meinen großen Geist sehen, aha. Bäh. Hier. Der ist wirklich groß. Das höre ich öfter, Junge. Das höre ich öfter. So, genug von den schlechten Peniswitzen. Was brauchen wir als nächstes? Milch. Einfach nur Milch. Gut. Und wir müssen erstmal durchkommen. Ach nein! Mann! Manfred! Komm, Manfred, lass gut sein. Dankeschön. Danke für die Kohle, Manfred. Dann lassen wir den mal so durch. Aua! Und dann sind wir auch schon da. Ach, Manfred! Mann, Junge! Manfred, du gehst mir auf die Nerven. So, geh zurück zu deinen Kindern. So. Hinfort! Gib mir etwas Kalziumreiches! Meine Knochen verfaulen schon! Ja. Ey, da wollte ich. Naja, okay. Hier, Kalzium. Etwas Milk. Oh, dies! Hast du schon mal von jemandem gehört, dass ich Burg nennt? Das trinkt auch so gern Milch. Ach, guck mal, was wir hier haben. Ja, mal wieder so viel Licht. Und Fackeln, die aus sind. Was machen wir bei Fackeln, die aus sind? Machen wir es an. Ja, klingt logisch. Können wir auch den Spaß machen, einfach nur eine anzünden. Und den Rest mit dem Dekostab. Ich glaube, wenn das zu lange dauert, mache ich das auch so. 2. 3. Und 4. Nein, hat doch nicht zu lange gedauert. So. Ich würde euch empfehlen, dass ihr das letzte Mal nochmal einen Blick auf unseren wunderschönen Heroinschild werft. Denn wir werden den nicht mehr lange haben. Beziehungsweise das letzte Mal, dass wir den so sehen. Und... Zwupp! Du hast den Spiegelschild erhalten, so mancher Lichtstrahl kann damit reflektiert werden. Drücke R, um in Verteidigungsposition zu gehen. Drückst du R, während du mit Z zielst, kannst du dich gleichzeitig verteidigen und bewegen. Ja, jetzt haben wir diesen wunderschönen Schild. Ich weiß auch nicht, was die Entwickler sich dabei gedacht haben, so ein Schild zu vermarkten. Aber guck mal, der reflektiert Licht mit einem Face. Ja, was passiert, wenn ich das da mache? Oh Gott, die Sensibilität. Dafür kriegst du eine Leiter. Also. Und damit kann man gleichzeitig auch den da machen. Da kann man die Blöcke entfernen und wir... Oh, oh Gott, rechts die Grauwand. ja.
Da gehen wir mal wieder heraus. Mal sehen, wo wir denn rauskommen. Bin gespannt. Oh. Ruinen von Nikana. Wo mag das wohl sein? Naja, wir klettern einfach mal hoch. Das Geräusch. Und wir sind... in den Ruinen von Nikana. Mit krasser Musik. Aber ich würde sagen, das machen wir erst beim nächsten Part. Weil wir dann wieder am Ende des Parts angelangt sind. Naja. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir ein Like da lassen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann teilt dieses Video mit euren Freunden und gebt mir ein Abo. Und kommentiert einfach mal, was ihr so von diesen Gipto-Wünschen haltet. Und von unserem Freund Manfred, der oft so... viel zu oft seinen Mann steht. Oh Gott. Es wird nicht besser. Naja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Freunde.